geht ab, Filmfreunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier im Schocktober 2021. Ja, willkommen zurück. Heute gibt's mal wieder eine Review hier auf meinem Kanal und wir reden heute über Leatherface. Ja, das Sequel, wie nennt man das jetzt nochmal? Die Vorgeschichte, sagen wir es einfach so, zu Leatherface oder zu Texas Chainsaw Massacre. Wie alles begann. Aber nicht The Beginning, nicht verwechseln, den gibt's nämlich schon. Das hier ist der neueste Teil bis jetzt. Und der erzählt eben die Vorgeschichte von Leatherface. So, um was geht's denn hier? Ja, ein kleiner Junge namens Leatherface, der hat Geburtstag. Und jetzt könnte man sich natürlich fragen, ja, Geburtstag, geil, also da gibt's erstmal Kuchen und so, ne? Glaube ich mal schon, aber sieht man jetzt nicht wirklich in dem Film. Aber wir sehen, wie der gute Leatherface als, ich glaube mal, Sechsjähriger sein Geschenk bekommt. Und was schenkt man einem Sechsjährigen zum Geburtstag? Antwort natürlich, also da hat man gar keine andere Wahl. Ich meine, was schenkt man einem Sechsjährigen zum Geburtstag? Natürlich eine Kettensäge, Freunde, also das ist doch klar. Ja, er bekommt also eine Kettensäge geschenkt und soll damit dann gleich mal sein Handwerk, das er da die nächsten Jahre natürlich ausüben möchte, gleich mal versuchen. Das gelingt nicht so wirklich, aber ja, die Polizei wird darauf aufmerksam. Und somit bekommt dann die Familie ihre Kinder entzogen, was ehrlich gesagt nicht wirklich unverständlich ist. Das ist nachvollziehbar, wenn man seinem sechsjährigen Sohn eine Kettensäge schenkt. Aber egal, auf jeden Fall kommen die dann in eine Psychiatrie und das ist auch nicht wirklich bemerkenswert. Aber ja, die kommen dann eben dorthin und die bekommen andere Namen und die brechen dann aber irgendwann aus. Und das kann man natürlich vorstellen, die Typen, die da drin sitzen, die sind jetzt mittlerweile so 16, 17, sage ich jetzt mal, oder vielleicht auch schon 18. Auf jeden Fall ist mit denen nicht so gut Kirschenessen. Und die richten da das eine oder andere Massaker an. Und wir sehen dann eben Leatherface, der jetzt einen anderen Namen hat, auf dem Weg zurück zu seinem Heimatort Texas, um dort sein blutiges Handwerk wieder aufzunehmen, von dem er gar nicht mehr so richtig viel weiß. So viel zur Story von Leatherface und wir kommen direkt mal zum Gewaltgrad. Wir haben hier eine Spiel-JK, keine schwere Jugendgefährdung, also passt da ein bisschen auf, wenn ihr den euch kaufen wollt. Da gibt es auch eine FSK 18 Fassung, Finger weg, die ist geschnitten. Und wir haben hier die eine oder andere schon ziemlich derbe Szene, gerade am Anfang mit dieser Kettensäge. Das sieht schon echt krass aus, wenn das auch noch von einem Kind ausgeführt wird, das gerade mal 6 Jahre ist oder so. Ja, oder war der 10? Ich glaube, nein, der war 6 Jahre, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher, verzeiht's mir. Er war auf jeden Fall noch ein kleines Kind. Und ist schon ziemlich derb. Und auch gegen Ende, wir haben einige Erschießungsszenen und auch noch so ein paar andere blutige Kettensägen-Szenen. Ist auch irgendwie logisch bei einem Texas Chainsaw Massacre Teil. Also wir haben schon einige derbe Szenen mit drin. Und ja, ich bin in FSK 18 wir auch deutlich klargegangen. Aber die Spiel-JK ist jetzt nun mal da und sie ist ja aus meiner Sicht nicht wirklich vertretbar, aber ja, ist halt so. Was soll man machen? Ist halt so. Nichtsdestotrotz vom Gewaltgrad her ganz gut, kann man so machen, ist gut umgesetzt. Einige blutige Szenen, die sehen auch alle gut aus, also gut gemacht. Dann kommen wir zum Fazit. Und was soll ich hier sagen? Ist ein interessanter Teil. Also es ist kein wirklicher Texas Chainsaw Massacre, also ihr dürft jetzt hier kein Kettensägen-Massaker-Film erwarten, beziehungsweise eigentlich schon, aber nichtsdestotrotz ist er ein bisschen anders. Denn wir haben gerade ja gegen Ende und halt am Anfang so ein paar Kettensägen-Szenen. Im Rest des Films sehen wir die Kids hier in der Psychiatrie dann eben ausbrechen und dann driftet das Ganze in so ein Road-Movie, Action-Movie ab. Ist interessant, muss ich sagen, fand ich gut umgesetzt, weil wir hier auch so ein bisschen den Zwiespalt haben. Wird auch eine Krankenschwester mit entführt. Wenn die eben ausbrechen, jetzt Geisel genommen, kann man so sagen, und dann halt auch so Leute, mit denen ist nicht zu reden, die sind einfach, ja, die haben halt einen Knacks und andere, die haben nicht ganz so krassen Knacks und denken eben noch ein bisschen nach, wie sie handeln. Das führt aber so zu ein oder anderen Konflikten, sehr interessant hier auch gemacht und im Endeffekt wirklich ein Film, der als Roadmovie echt gut funktioniert, der auch mir gut gefällt, der an der einen oder anderen Stelle die nötige Härte aufweist, der echt brutal ist gegen Ende hin und dann doch nochmal die Kurve kriegt zu einem Texas Chainsaw Massacre Teil, zumindest so ja, die letzten Viertelstunde, 20 Minuten des Films. Ziemlich interessant gemacht, auch das Roadmovie-Szenario fand ich cool, diese Verfolgungsjagd mit der Polizei, ist alles schön gemacht und ist halt so ein Texas Chainsaw Massacre Teil, den man so nicht schon gesehen hat.
und der eben was Innovatives, was Neues mit sich bringt und mir deshalb auch echt gut gefallen hat. Macht definitiv Spaß, sollte man sich auch mal angeschaut haben, wenn man hier Fan dieses Franchises ist. Und ja, im Endeffekt braucht man jetzt hier diese Edition von Turbine. Wenn ihr das wissen wollt, schaut euch mal mein Unboxing-Video zu an. Schon mal eins gemacht, ist eine schöne VHS-Edition, kann ich aber sagen. Und im Endeffekt, wie gesagt, ein geiler Film, der mir echt gut gefallen hat. Viele mögen den nicht, ich muss sagen, er funktioniert ganz gut, ist ein ganz nettes Road-Movie, aber auch ja, typische Texas Chainsaw Massacre-Elemente mit drin. Deshalb im Endeffekt ein Film, der mir gut gefallen hat, den ich euch empfehlen kann und der auch für den Schocktober definitiv ein Blickchen wert ist. Und ja, schaut ihn euch einfach mal an und ja, schreibt mir dann auch gerne mal eure Meinung zum Film in die Kommentare. So Freunde, an dieser Stelle war es auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe des Schocktober-Videos. Ja, wie gesagt, schreibt mir eure Meinung zum Film in die Kommentare und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns definitiv im nächsten Video wieder. Und bis dahin macht's auf jeden Fall gut, Freunde. Haut rein, euer Movie Pyro 911 und ciao.